Was habe ich eigentlich jetzt mal, ich weiß es selber nicht, was habe ich denn für Versicherungen? Marc, deine Autos sind versichert, standardmäßig. Die Gewerbeversicherung hier, also betriebshaftlich, Betriebsinhaltsversicherung, rechtsschutzversichert bist du bei mir, unfallversichert, krankenversichert, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ah, okay. Ja. Das sind halt die Sachen, die du hast. Cyberversicherung hast du, wenn du hier im Internet irgendwie Probleme hast, einer versucht dich zu hacken oder sonst was und dann hast du einen Totalausfall, weil du arbeitest ja hauptsächlich im Online-Bereich. Ja. Wenn du unterwegs bist, Raub ist versichert, ne? Mhm. Das gehört aber mit zur Betriebsinhaltsversicherung. Für jetzt jemanden, sage ich mal, im Alter von 20 bis 25 oder 18 bis 25, da hatten wir beim letzten Stream auch schon drüber gesprochen, bevor wir jetzt gleich zum Autothema kommen. Mhm. Was genau würdest du da so empfehlen für jemanden? Also welche Sachen sind essentiell für also in Deutschland? Was ist so das, was jeder machen sollte? Also definitiv eine Privathaftpflichtversicherung. Was kostet? Zwischen 5 und 7 Euro im Monat. 7 Euro im Monat? 5 bis 7 Euro. Okay. Ja. Mhm. Das kommt immer drauf an. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss halt drauf schauen, wenn jemand halt nicht mehr zu Hause lebt und schon über 25 ist, ist jetzt bei uns der Fall, dann sollte er eine private Haftpflichtversicherung abschließen. Sollte man haben. Dann ist man auch, wie gesagt, rund um die Uhr weltweit versichert. Bei 7 Euro kannst du jetzt auch nicht die Welt verdienen, ne? Da bleibt jetzt auch nicht die Welt hängen. Hast du jemand geschrieben? Nee, hab ich gesagt jetzt. Okay. Ja, das gehört zum Geschäft, Marc, ne? Das gehört mit zum Geschäft. Soll ich jetzt sagen, okay, da verdiene ich nur 50 Euro dran, geh das mal bei Check24 oder geh mal zum anderen? Das sagt man ja nicht, ne? Mhm. Also, das ist bei uns, läuft das Business nur mit, hauptsächlich mit Empfehlungsgeschäft und von daher ist der Kunde glücklich. Vielleicht empfiehlt er mir jemanden, wo ich schon halt 1000 Euro dran verdiene, ne? Mhm. Also, privathaftlich sollte man auf jeden Fall haben. Meiner Meinung nach Krankentagegeld, eine Krankenversicherung. Man sichert sein Einkommen eineinhalb Jahre ab. Egal was passiert, ob man krank ist, ob man einen Unfall hat, ob man spielt gar keine Rolle. Man kann seinen Job nicht mehr ausüben. Nach den 6 Wochen kriegt man Lohnfortzahlung. Das kennt man von dem Chef. Was passiert nach den 6 Wochen? Dann kriegst du halt, je nachdem, 60-70% kriegst du von der Krankenkasse. Das ist Krankengeld. Und das aufzustocken, das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Das ist auch für kleines Geld wirklich zwischen 5 und 15 Euro im Monat, je nach Verdienst. Damit sichert man sein Gehalt eineinhalb Jahre ab. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das sollte man haben. Und dann kann man natürlich alles andere Luxus. Mhm. Ob man eine Unfallversicherung macht, ob man, zum Beispiel, was ich auch sehr, sehr wirklich wichtig empfinde. Ja, hier schreibt er auch Berufsunfähigkeit. Also Commander schreibt Berufsunfähigkeit, Haftpflicht, Hausrat ist meiner Meinung nach ja, am wichtigsten. Krankenversicherung ist ja eh Pflicht. Ja, die gesetzliche Krankenversicherung ist Pflicht, beziehungsweise die Pflegeversicherung ist Pflicht in Deutschland. Aber das, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, ist Krankentagegeld. Das ist eine Zusatzversicherung. Mm, okay. Ne? Wie zum Beispiel, was ich auf jeden Fall empfehle, das ist das beste Beispiel, bist du, Marc. Du weißt nicht, wann du einen Unfall machst. Das wird nicht irgendwie dir taggenau gesagt, dann und dann um diese Uhrzeit passiert ein Unfall. Mm. Und man kann zum Beispiel für 5 Euro, sogar teilweise je nach Alter, sogar für 3,50 Euro oder 4 Euro, kann man eine Krankenversicherung abschließen. Ja, und das sage ich nicht, damit ich Geld verdiene. Das sage ich einfach nur den Leuten hier. Das ist man sollte sich mal ein bisschen Gedanken darüber machen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn man durch einen Unfall ins Krankenhaus kommt, damit man einen Chefarzt hat, der dich behandelt und nicht irgendeinen, soll jetzt, ne? Eine Ausbildung. Genau. Und man hat ein Einbettzimmer. Und Marc, das kostet zwischen 4 und 6 Euro im Monat. Für was gibst du keine 4 und 6 Euro aus? Ich bitte dich. Mhm. Und sowas ist wichtig, ne? Weil man weiß nie, was passiert. Und es muss jetzt kein Autounfall sein. Es können auch andere Unfälle passieren. Und das auch im Ausland. Mir schreibt gerade jemand, kann er auch Krankenversicherung anbieten, wenn man in Dubai lebt, ohne Amerika? Nein, ich muss immer jemanden haben, der hier in Deutschland einen Wohnsitz hat. Okay. Ja. Und jetzt hat hier jemand geschrieben, jetzt mit dem Code GreenWonder gibt es 20% auf die nächste Versicherung bei Hamdi. Was denn, wenn die Leute hier von der Community kommen? Also ich habe hier eine Sondervereinbarung mit der Hauptverwaltung ausgehandelt. Alle Kunden, ist wirklich so, das ist jetzt kein Scherz, ne? Okay. Alle Kunden, die sagen, ich habe dich hier bei Marc auf dem Stream, YouTube oder hier oder da gesehen. Ja, ich höre es gerade das erste Mal. Ja, die bekommen bei mir, die haben bei mir Sonderkonditionen. Das kann der Herr Krämer, der Kevin Krämer, kann das auch bestätigen. Okay. Die bekommen bei mir mindestens 30% Nachlass auf die Versicherung, maximal 50%. Kommt mal drauf an, welche Versicherung abgeschlossen werden. Echt? Ist wirklich so. Ist wirklich so. Was? Versuch's aus, probiert's aus. Das kann ich euch sagen, ja. Okay. Das ist gut. Was hast du denn noch? Also jetzt, was hast du denn noch im Angebot? Was denn so Topseller? Vielleicht die Leute sagen, die ist das. Aber sagen wir mal anders. Topseller ist Rechtsschutz. Rechtsschutz geht immer. Rechtsschutz? Rechtsschutzversicherung. Boah, das lieben die Deutschen. Kannst du dann auf Flatrate klagen? Kann ich alle abmahnen oder wie läuft das dann ab?
Nein, natürlich nicht. Irgendwann mal prüft die Versicherung auch und dann sagen die, ja, Herr Gebauer, Sie haben jetzt in diesem Jahr 7-mal sind Sie über Rot gefahren und 5-mal wurden Sie geblitzt. Ja. So langsam reicht das auch. Und dann werden die dich auch natürlich irgendwo kündigen. Ne? Okay, ja. Wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Okay, also Rechtsschutz, was umfasst das denn? Rechtsschutzversicherung umfasst im privaten Bereich 4 Bausteine. Privat, Verkehr, Beruf und Hauswohnung. Mhm. Das sind die 4 Bausteine. Und wenn du natürlich irgendwo Stress hast und Probleme hast und du möchtest dich beim Anwalt beraten lassen, rechtlich mal beraten lassen, dann übernehmen wir die Kosten. Dann übernehmen wir die Kosten für die, nicht nur die Anwaltskosten, sondern auch die Gerichtskosten. Ne? Mhm. Wir übernehmen beides. Ja. Aber wie läuft das jetzt ab? Zum Beispiel, ich glaube, ich war immer bei der Provinzial, vorher war ich auch mal woanders, aber zum Beispiel die Leute, wenn die jetzt bei einer anderen Versicherung sind, machst du den Wechsel oder so? Oder wie läuft das mit dem Wechsel? Ja klar, voller Service. Ich übernehme, das ist halt für uns ganz normal. Wir prüfen das Ganze, wann kommt der Kunde aus den Versicherungen raus, was zahlt der aktuell und wie ist er aktuell versichert, das machen wir alles und dann schreiben wir auch natürlich die Kündigung. Der Kunde unterzeichnet das und schickt uns das dann wieder zurück. Ne? Ramadell schreibt, Hamdi, holst du mich dann auch aus dem Knast wie bei Prison Break, wenn ich bei dir versichere. Ja, du lachst, ne? Das ist auch versichert. Was versichert? Kaution, das ist über die Rechtsschutz. Nein, hör auf. Ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube aktuell 300.000 Euro. Haben wir eine Kaution bei der Rechtsschutzversicherung, die dann hinterlegt wird. Ist wirklich so. Das ist wirklich okay. So. Ja, Strafkaution. Echt? Ja. Kannst du in den Rechtsschutzbedingungen, kann jeder nachlesen. Googeln, Strafaktion bei Kaution bei der Rechtsschutzversicherung, wie funktioniert das? Ist wirklich so. Okay, also ich sag mal so, für mich war das Wichtigste, das A und O, dieses Autothema. Ne? Das war für mich so ein bisschen, weil es einfach monatlich, ich habe es immer gesehen, Abbuchung. Vor allem, ich habe für den Golf, glaube ich, bezahlt, damals habe ich einen Golf gefahren, habe ich bezahlt, 150 Euro habe ich im Monat bezahlt. Und du hast das Ding gemacht, glaube ich, auf 49 oder 37 oder 9, irgendwas unter 50 Euro auf jeden Fall. 37, da habe ich dir Rabattschutz reingetan. Ja. Wo ich gesagt habe, Marc, du hast sehr gute Schadenfreiheitsklassen. Lass uns einen Rabattschutz reintun. Rabattschutz bedeutet für die Leute, die es nicht wissen, dass man einen Unfall im Jahr frei hat. Wenn man halt einen Unfall hat, dann wird man halt nicht hochgestuft. Und das ist manchmal wirklich sehr, sehr schade, weil man hat sehr gute Schadenfreiheitsklassen und dann hat man einen kleinen Schaden von 500, 600 Euro. Oder 200.000 Euro. Oder 200.000 Euro und dann wird man nicht hochgestuft. Überleg mal, du wirst nächstes Jahr nicht mehr zahlen als dieses Jahr. Sehr gut. Es sei denn, ich brauche mehr Geld. Ja. Sprechen wir mal über meinen Fall jetzt, weil das ist halt das Extrembeispiel, nehme ich mal an. Ja. Und zwar für all die Leute, die das jetzt nicht so ganz verfolgt haben, kann ja passieren. Wir hatten auf jeden Fall, wenn wir mal hier reinschauen, ich hatte mit meinem GT3 einen Schaden. Ich bin von der Autobahn abgekommen, war jetzt nichts selbst verschuldet, also wir haben alle Sachen eingehalten, aber es ist ausgebrochen, gegen die Leitplanke und dann unten durch. Von daher, der GT3 hat Liste gekostet, glaube ich, 230.000 Euro oder sowas, ne? Mhm. Auf jeden Fall, das ist passiert. Du bist dann gekommen. Und wie läuft das jetzt ab? Also ich habe bei dir, bei der Autoversicherung, was zahle ich für das Auto? Was habe ich dafür bezahlt für den GT3? Du zahlst im Jahr an Versicherung 2.000. Im ganzen Jahr? Okay. Im ganzen Jahr mit Rabattschutz. Okay, also das heißt, wenn ich einen Unfall hatte, dann, also nächstes Jahr muss ich nicht mehr bezahlen für die Versicherung? Nein, weil du halt den Schadenbonus mitversichert hattest. Was, ich zahle 1.400 Euro für ein 100 PS Auto? Guck mal, ich sage euch eine Sache, egal ob ihr mein Freund ist oder nicht, bitte fragt einfach nach dieser Autoversicherung. Normalerweise, ich habe für meinen Dings 150 Euro im Monat bezahlt und am Ende waren wir unter 50 Euro. Also von daher, fragt einfach unverbindlich da an. Und jetzt ist der Unfall passiert. Ne? Das Auto war ja im Leasing, genau. Und das ist jetzt Totalschaden. Mhm. Ich meine, was mit Geld? Wer zahlt jetzt das? Ich habe zu Hause eine Portokasse. Nein, Spaß beiseite. Also Provinzial zahlt das natürlich, ne? Ja, aber Provinzial wie läuft, aber guck mal, was ich sag dir, wie das abläuft. Also erstmal, es ist ja kein Normalfall, dass ich direkt beim Kunden vor Ort bin, wenn er einen Unfall hat, das funktioniert ja nicht. Nee, ne? Ja. Das wäre natürlich schön, stell dir vor, ich habe so einen Hubschrauber von einem Büro. Direkt so, ja. Nein, ich bin halt zu dir gekommen, weil erstens, es ist jetzt kein kleines Auto gewesen und wir hatten ja das Thema mit den Winterreifen, weil du gesagt hast, ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen, ich komme jetzt vorbei und dann klären wir das vernünftig. Als ich natürlich da ankam, war ich schon sehr schockiert. Okay, Wahnsinn, dass er da heile rausgekommen ist. Muss ich nochmal kurz erwähnen. Aber wie läuft das ab? Das Auto wird erstmal abgeschleppt zu Porsche. Ob das jetzt Porsche ist, zum Vertragshändler, ne? Ja, aber da ist ja schon beginnt es ja schon. Genau. Irgendwie mit dem also ich konnte jetzt zu dem Zeitpunkt halt nicht, die haben den Abschlepper gerufen, ich konnte das jetzt nicht. Das ist auch nicht schlimm.
Ja, aber wer zahlt jetzt für den Abschlepper? Den Abschlepper, wenn man es mitversichert hat, den Schutzbrief, den Kfz-Schutzbrief mitversichert hat, dann zahlen wir das auch natürlich. Den Abschlepper? Den Abschlepper. Ja, okay. Genau. Das Ding ist, normalerweise, der Kunde ruft mich an, dann sagen wir, okay, gibt es Fotos, müssen wir jetzt nicht zwingend haben, kriegen wir Fotos von den Kunden und einen Polizeibericht. Die Polizei muss auch nicht jetzt bei dem Schaden, kommt automatisch die Polizei raus, aber wir müssen keinen Polizeibericht haben, damit wir einen Unfallschaden regulieren. Wenn ich jetzt dir reinfahre und ich gebe zu, Marc, sorry, tut mir leid, ich bin hier reingefahren, ich melde das meiner Versicherung, da muss keine Polizei zwingend dabei sein. Okay. Ne? Okay. Das ist keine Pflicht. Aber es ist immer besser, weil die Polizei hält das nochmal schriftlich fest. Nicht, dass ich dann später abspringe und sage, ja Marc, wie, so war das doch gar nicht. Ich bin hier doch gar nicht reingefahren. Du bist mir doch reingefahren. Ne? Heißt auch nicht, wenn die Polizei da war, dass du im Recht bist. Mhm. Heißt auch nicht. Ne? Recht haben und Recht bekommen sind immer zwei Sachen. Da kommt man wieder zur Rechtsschutzversicherung. Du gibst mir die Unterlagen. Ich gebe das meiner Sekretärin. Die werden dann halt den Schaden anlegen. Dann wird von uns automatisch ein Sachverständiger beauftragt. Ein Kfz-Gutachter, Sachverständiger wird dann beauftragt. Der kommt dann halt das Auto, wenn das jetzt, in deinem Fall war das jetzt in Porsche Dortmund. Dann fahren die raus von der Hauptverwaltung oder ein Externer wird bestellt. Dann schauen sie sich das Auto an, begutachten das und sagen dann halt wirtschaftlicher Totalschaden, wie auch immer, was sie dann halt je nach Zustand vom Auto. Und dann, jetzt in deinem Fall, kommt das auf so eine Restwertbörse. Ne? Und dann gibt es halt gewisse Händler, die dann sagen, ach, das Auto ist interessant, ich würde das gerne halt kaufen. So. Und dann hast du immer die Möglichkeit zu sagen, je nach Zustand, kann man sagen, okay, ich hänge an meinem Auto und so schnell kriege ich auch nicht wieder ein GT3 oder das Auto war ein limitiertes Auto. Ich will das Auto behalten und ich lasse es reparieren. Ich? Ja. Okay. Bei dir ist es jetzt was anderes, aber der Kunde hat immer die Möglichkeit zu sagen, okay, nein, ich möchte das Auto behalten. Und wenn Porsche sagt, Herr Gebauer, das ist überhaupt kein Problem, wir bekommen das Auto wieder so hin, dass es wie neu aussieht. Ja. Schwierig. Ja. Du hast immer die Möglichkeit, das Geld, den Schaden, dir bei der Versicherung auszahlen zu lassen und dann auch bei einem x-beliebigen oder bei einer anderen Meisterwerkstatt das Fahrzeug zu reparieren. Oder du sagst, nein, ich will damit nichts zu tun haben, ich will das Geld auch nicht ausgezahlt haben. Dann kann man das Auto direkt bei Porsche, du unterschreibst eine Abtrittserklärung bei Porsche und Porsche nimmt dann Kontakt mit uns auf. Und wir klären dann alles im Hintergrund und dann wird das Auto repariert und wir zahlen das Auto. Immer abzüglich der Selbstbeteiligung. Habe ich Selbstbeteiligung? Hast du. 300 Euro. In der Folge. Ja.